Eine Kugel wird vertikal mit der Anfangsgeschwindigkeit von 500 Meter pro Sekunde geschossen. Welche maximale Höhe kann sie erreichen? Wir haben diese Frage beantwortet im Tutorial 4 PhD 061, in dem wir die Formeln der Kinematik eingesetzt hatten. Hier ist die Situation: Die Kugel wird abgeschossen mit der Anfangsgeschwindigkeit V0 von 500 Meter pro Sekunde. Sie erreicht diese maximale Höhe und es ist diese maximale Höhe h, die wir suchen und die wir in Meter ausdrücken. Hier gilt, die kinetische Energie unten muss gleich zur potenziellen Lageenergie oben sein, denn ganz oben ist die Geschwindigkeit der Kugel 0, ihre kinetische Energie also auch. Und somit gilt, die kinetische Energie am Ausgang der Waffe ist gleich zur potenziellen Lageenergie bei dieser maximalen Höhe. Um diese zwei Energieformen zu berechnen, nutzen wir diese zwei Formeln und die führen dann zu dieser Gleichung. M V0 im Quadrat geteilt durch 2 gleich MGH. Wir sehen, dass wir diese Gleichung durch M teilen können, deshalb brauchen wir die Masse der Kugel nicht. Diese Gleichung führt sofort zu h gleich v0 Quadrat geteilt durch 2 mal g. Wir ersetzen v0 durch 500 und g durch 9,81. Und somit führt das zu ungefähr 12.742. Die maximale gesuchte Höhe h beträgt also ungefähr 12.742 Meter.